Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Okay, das Herzchen da unten haben wir in der letzten Folge doch noch gemacht. Und hier haben wir jetzt ein Heilegdorf. Ich gehe mal vorbeischauen. Ich glaube, dass wir auch in diesem Heilegdorf einiges hätten tun können, um das Herzchen zu machen. Wobei, Moment. Ja, ich denke, das hätten wir tun können. Hier, helft dem Orden der Gerüchte, die Waffentests der Inquestur an dem Heilegdorf in den Zanoppelgründen zu sabotieren. Okay, das hätten wir vielleicht auch noch hier erledigen können, das Herzchen. Ich finde ja immer, dass die Heileg hier eine sehr schöne Architektur haben. Ich weiß nicht, ob die Maya wirklich immer so bunte Farben benutzt haben, aber die Heileg erinnern mich ein bisschen an die Maya. So, Heilegpilger und Tlamatini. Ach, hier sieht man mal wieder in diesem Dorf, dass die alle wieder unterschiedlich heißen. Tlamatini und Heilegs und was gibt's da noch alles? Ich weiß jetzt, Koatl? Nee. Ihr da, kommt und stellt euch mir. Oh. Moment, ich guck dich erstmal an. Der trägt einen Helm? Nicht schlecht. Und der auch. Die Heilegpilger sind aber nicht gerade friedlich, würde ich behaupten. Sie haben doch sehr unterschiedliche Gesichter hier. Der hat ein eher spitzes Gesicht und der hat wohl ein eher rundes Gesicht. Aha, okay. Allerdings, ja, hier steht ja auch wieder Heileg dran und hier steht nicht irgendwie Heileg dran, hier steht einfach nur sein Name dran. Tlamatini und Kuikani. Genau, Kuikanis gibt's auch noch. Na, da soll doch mal einer durchchecken. Die Kuikani sehen echt aus wie Frösche. Sogar die Füße sind wie Frösche. Und hier der Tlamatini. Also wenn ich mal den Unterschied zwischen denen herausfinden könnte, ne? Dann würde ich ihn euch ja gerne nennen, aber ich weiß es selber nicht. Hier da, kommt und stellt euch mir. Ich kann's versuchen. Petil. Allerdings muss ich sagen, ich bin 2 Level unter dir. Ich werde mir Hilfe besorgen. Guck mal. Aber das ist ja legitim. Schließlich bin ich Ele. Ihr haltet euch für mutig und stark, Reisende. Ich habe meinen Stamm bereits gegen Jaguare, Drachen und Schlimmeres verteidigt. Ich werde euch zeigen, wozu ein richtiger Krieger imstande ist. Okay? Du unterschätzt mich, würde ich behaupten. Kämpft gegen mich, als würdet ihr mich hassen. Das ist ein nettes Angebot. Können wir gerne so machen. Allerdings musst du erstmal gegen mein Feuerelementar so kämpfen, als würdest du ihn hassen. Schau mal, da haben wir doch noch einen Mitspieler bekommen. Aha, Mesma. Hat sich gleich erstmal einen Klon erschaffen. Jetzt rennt er weg. So. Mit dem Eisbogen haben wir die Sache hier ziemlich schnell bereinigt, würde ich behaupten. Ah, ich merke, ich habe die Musiklautstärke zu weit runtergedreht. Tadam! Die komischen Techniken funktionieren ja. Ich bin besiegt. Das hat Spaß gemacht. Oh, okay. Er nimmt das gar nicht krumm. Ich dachte erst mit euren komischen Techniken, dass er halt anfängt rumzuweinen, dass ich jetzt irgendwie einen unfairen Vorteil gehabt hätte oder so, aber dem ist gar nicht so. Na gut, dann stellen wir mal hier eben die Lautstärke wieder ein bisschen weiter rauf. Mir kommt es jedenfalls gerade sehr, 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 sehr leise vor. Okay, versuchen wir es mal hier. Ja, ich denke es schon besser. Gut, das hätten wir. Und da sehe ich doch gerade, auf der Karte gibt es einen Händler. Der Heilige Häuptling ist eine Kauffrau? Ah gut, Häuptling ist ja nicht geschlechtsgebunden. So, dann gucken wir mal, was wir dir verkaufen können. Hier alles, was grau ist, schon mal. Okay, dann diese weißen Sachen sind sicherlich auch nicht toll. So, Steuerschlüssel der Inquestur können wir auch verkaufen. Ach, Alpha- und Beta-Schlüssel. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir da unterschiedliche aufgesammelt haben. Gut, und beim Rest, da will ich erst nochmal gucken, beziehungsweise ihn auseinandernehmen teilweise hier. Also einen Bogen und auch den schönen gelben Bogen hier, die nehmen wir mal auseinander. Ha, Skin freigeschaltet, sehr schön. Dann können wir das auch auseinandernehmen. Agentin der Entropie, abgeschlossen. Berserkerhafte Beschwörerhandschuhe des Doliaks.
Boah, 92. Die sind sofort angezogen. Nein, ich brauche Level 67 dafür. Okay. Ist ja nicht mehr weit, ist ja nicht mehr weit. Also mittlere Hose kann aber auch weg. Und ich glaube fast, dann habe ich hier wirklich auch alles weggeborgen, was ich bergen konnte. Und kann mir mal ein neues Meister-Wiederverwertungskit kaufen. Leb wohl. Leb wohl. Ich fange schon wieder an, hier Beute zu sammeln. Ich habe schon 30 hiervon, 29 hiervon, 11 davon, 70 hiervon. Allerdings, das sind jetzt auch die Beutel aus der persönlichen Geschichte. Was ist mit dem nochmal? Warum habe ich das jetzt hier? Konnte ich das nicht... Ach so, das ist seelengebunden wieder mal. Ne? Das konnte ich auch nicht auseinandernehmen. Na toll. Okay, aber wenigstens können wir hier die Platin-Duplone nach oben einsortieren. Ach Mist, ich hatte ja noch eins. Ach Mensch, das habe ich gar nicht gesehen. Was ist hier? Der wütende Eisendolch. Naja, den halte ich nochmal fest. Das war, glaube ich, irgendwie eine Belohnung für einen Map-Abschluss. Energieniveau. Irgendwie sowas. Gut. Eigentlich müsste ich ja jetzt von allem irgendwie Orichalkum-Abbauwerkzeuge haben. Deswegen nehmen wir mal ein bisschen was von dem Spargel mit. Gemüse kommt ja bei mir immer ein bisschen zu kurz. So, dann können wir hier noch hiervon was mitnehmen. Was haben wir denn hier eigentlich? Ruf der Nebel. Erhaltet während Gemeinschaftsevents höhere Belohnungen. Mhm. Energiesonde, das ist was aus der Living Story. Sofern wir da noch miterleben können, was es mit diesen Energiesonden auf sich hat, werde ich euch das dann erzählen. Oh, okay, das da hinten sieht doch aus wie Silvari-Gebäude. Hier irgendwie alles mit Ranken umschlossen. Ich würde einmal auf die Karte gucken. Oh, wow. Ist es hier? Mhm. Ja gut, dann würde ich sagen, schlagen wir mal den Bogen hier um diese Sehenswürdigkeit und dann hin zu diesem Aussichtspunkt, hin zu dieser Fertigkeitenherausforderung und tja, dann muss ich mal überlegen, weil das Herzchen hier ist Level 69, das haben wir schon gemacht. Und diese beiden sind 68, das heißt, die beiden wären als nächstes dran. Aussichtspunkt darf ich nicht vergessen, auch mitzumachen. Okay, ich nehme mal noch kein Currybrötchen. Ich ziehe mir das schon mal ein bisschen hier runter für später, wenn ich wieder kämpfe. Momentan will ich mir nur mal angucken, was wir denn hier alles so im Wasser haben. So, ich muss mich mal wieder ordentlich räuspern, deswegen habt ihr jetzt wahrscheinlich gerade eine Pause gehabt. Ich bin heute so heiser, weil ich heute schon den ganzen Tag geschnabbelt habe. Nicht ganz freiwillig, ich muss ja dann oft auch schnabbeln, aber jetzt bin ich halt leider ein bisschen heiser. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht gar nichts aufnehme, aber sonst komme ich ja nicht hinterher irgendwann, wenn ich das ständig mache. So, Korallententakel. Zu dem Herzchen, da düse ich jetzt noch nicht hin, weil da müssen wir eh hin, wenn wir irgendwann mal das machen. Wow, was ist das für eine Riesenbasis hier? Ob man da rein kann? Ah, helfen wir mal der Estelle. Maximaler Schmerz. Maximaler Schmerz. Oh. Regga steht echt total auf Schmerz, würde ich mal sagen. Die kämpft einfach nur hier gegen den Inquestur-Techniker. Okay, ich bin zu spät gekommen. Ich bin zu spät gekommen. So, geht's jetzt hier rein? Es sieht so aus, als würde das hier gegebenenfalls unter bestimmten Umständen auffahren oder aufgehen. Aber, ich muss gestehen, dass ich mit meinen anderen Charakteren am Mahlstrom die Karte nicht komplett gemacht habe. Ich bin meistens nur durchgerannt. So, Inquesturverschmutzung haben wir hier noch. Was müssen wir denn überhaupt machen für dieses Level 8? 69 Herz. Helft Genries, die Natur vor der Inquestur zu schützen. Beseitigt die Verschmutzung, zerstört die Geschütztürme und Aufnahmegeräte und bekämpft die Inquestur. Mhm. Ja gut, das können wir ja mal machen. Und jetzt?
Oh, shit. Jetzt ist hier über mir sehr ungünstig gerade ein Event losgegangen. Nee, das finde ich aber doof. Und ich finde auch voll blöd, dass jetzt gerade keine Musik läuft. Das nervt total. Okay, ich mache hier einfach mal mit. Mal sehen. Oh, ich könnte ja hier meinen wunderbaren Tornado. Guck mal. Da kriege ich ja hier alles tot. Haha. Die sind alle über ein Level über mir. Wie schön. Ah, shit. Leider dauert es so lange, bis das Ding wieder aufgeladen ist, ne? Oh, 166 Sekunden noch. Und was tut der? Ach so, der macht hier noch den Geschützturm. Ja gut, da kann ich natürlich auch bei helfen. Kein Problem, kein Problem. Kräftigend! Kräftigend! Aber nicht für den Geschützturm. So, okay. Wow, wow, da haben wir schon richtig viel Fortschritt hier. Und der Respawn der Inquestur hier ist vom allerübelsten. Kann es sein? Und bam! Eure nächsten 5 Angriffe bewirken kritischen Treffer. Das ist schon ziemlich nice. So, da haben wir wieder hier so einen Inquestur-Hashi mit seinem Geschützturm. Ein Antipersonen-Geschützturm. Alles klar. Ah, wir sind ja jetzt doch hier zu mehreren. Dann können wir hier auch dieses Level 69 Herzchen machen. Okay, aber wenn ich schon so viel kämpfe, dann nehmen wir mal schnell ein Currybrötchen. Dann mache ich jetzt das Herzchen halt eben im Kampfe und mache keine Verschmutzung weg. Auch wenn das sicherlich am besten wäre. Okay, das ist auch schon hin. Na gut, dann machen wir halt die Verschmutzung weg. Das Pärchen hier unter Wasser. So, Aufnahmegerät. Was macht denn das hier? Können wir es irgendwie sabotieren? Ja! Diese komplizierte Maschine scheint auf eine spezielle Wassertiefe und Temperatur eingestellt zu sein. Ich schüttel's mal. Upsala! Exterminieren! Exterminieren? Niemals! Ich exterminiere dich! Sieh mal, außerdem, du kannst ja noch so viel auf mich schießen. Das kommt alles zu dir zurück. Alles zu dir zurück. Okay. So. Komisch, dass die bei den Verschmutzungen nicht kommen. So. Ich glaube, gleich wird es mal wieder Zeit für einen Wirbelsturm. Wirbelstrom. Ich verlese mich jedes Mal hierbei. Ich lese immer erstmal Wirbelstorm. Und dann denke ich immer, nee, das kann ja nicht Wirbelstorm sein. Also, Entschuldigung. Oh, wow. Oh, wow. Wuhu. It is tot. Vielleicht den? Komm schon. Komm schon. Ach, scheiße, der ist auch noch außer Reichweite. Nee, das ist ja doof. Ach, scheiße. Nee, so überlege ich nicht. Dammit. Fail, Redder, fail. Tja, oh, die nächste Wegmarke ist ja ganz schön... Eine edle Seele heilt euch. Oh, oh. Da wollen wir doch gleich mal Danke sagen. Und natürlich auch im richtigen Chat. So. Ein Dankeschön. Ah, Estelle steht hier auch gerade total günstig. Ich fühle mich erfrischt. Und jetzt kommt die Rache der Regia. Jetzt nehme ich alles mit, was ich mitnehmen kann hier. Plündern nebenbei. Plündern nebenbei. Jetzt ist das Ding noch. So. Ich vertue mich immer unter Wasser. Ich will da immer mit der 2 einen Damage-Feld legen. Dabei geht das doch gar nicht. So. Auch dieser Geschützturm hat es hinter sich. Ach, da ist noch einer. Ist ja irre.
Und da ist die Kraft. Dass die hier so schnell respawnen, das ist ja ätzend. Frostgeist, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die unter Wasser so aussehen. Wie Delfine. Okay, der nächste Techniker. Oh, und da ist oben wieder einer respawnt. Das kann wohl nicht wahr sein. Hallo? Juhu. Durch meine Wasserwand kommst du nicht. Na toll. Juhu. Oh, Gott sei Dank bin ich jetzt so hinter denen geschossen. Konnte ich wenigstens noch mal ein bisschen Heilung auspacken. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Na, 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 na. Sau blind geworden. Das Problem ist nur, dass da oben eben nicht nur der Techniker ist, sondern auch noch der Geschützturm. Und ich glaube, den Geschützturm, den interessiert das herzlich wenig. Komm, heil! Oh, Mann! Ah, okay, ich werde mal versuchen, zur Oberfläche zu schwimmen. Vielleicht folgt mir der Inquestur-Techniker ja nicht. Und dann kann ich mich einfach oben an der frischen Luft wieder hochholen. Schwimm schneller! Los, Roger, schwimm schneller! Oh, okay. Hilft mir, Beeilung! Ich paddel hier auf der Wasseroberfläche. Was stimmt denn hier schon wieder nicht mit der Guild Wars 2 Musik? Musik. Da ist sie wieder weg. Wieso denn? Ach. Ah, ich höre Musik. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Gut, dann schwimme ich mal nach unten. Ich bin mir nämlich sicher, dass ich hier irgendwo Loot habe liegen lassen. Außerdem ist hier die Estelle immer noch dran. Event war erfolgreich. Ja, wunderbar. Oh, Stufenaufstieg. Ja, super. Ich weiß nicht, wer oder was hier die Produktivität senkt, aber ich werde es atomisieren. Champion-Crew-Leiterin von Terror 7. Ach, das hier ist Terror 7. Okay. Ich hätte auch hier gar nicht geguckt. Da, Aquabasis Terror 7. Tatsache. Davon hatte ja der Orden der Gerüchte. Mein Güte. Hallo? Das geht ja gar nicht hier mit dem Respawn. Okay. Estelle, ich komme. Ich komme. Nimm mich mit. Los, teleportiere mich nach vorne, Luftloch. Yeah. Da ist sie ja, die Champion-Crew-Leiterin. Die war jetzt wohl ein bisschen sickig, ha? Das war, dass wir ihr ihr schönes Event versammelt haben. Na, ich denke mal, da wird die Champion-Crew-Leiterin hier unser... Mein bestes Paradestück hier. Bei diesem Herzchen. Damit werde ich es wohl abschließen. Sei denn, natürlich krieg jetzt hier nur auf die Mütze, ne? Aber das weiß man ja nicht. So, gucken wir mal. Los, los, stirb, stirb, geh schneller runter. Ah, ist schon ganz cool, was ich hier... Wow, Herzchen abgeschlossen und das nicht mal mit ihr. Für ein klares, blaues Tyria. Ja, ich bin dafür. So, wir können sie auch mal ein bisschen absenken, wenn es geht. Ja, und dann... Ach so. Nee, 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 nicht mit Wassereinstimmung, mit Lufteinstimmung können wir sie auch nochmal raufschicken. Und ja, jetzt könnte ich sie immer wieder rauf und runter schicken, ne? In 8 Sekunden ist der Anker schon wieder fertig, aufgeladen. Oh nein, Estelle, ich helfe dir, ich helfe dir. Estelle, ich helfe dir. Los, los, komm schon, leb noch. Leb noch. Fuck. Ich schaff das, ich schaff das. Scheiße, ich schaff das nicht. Ach, Kacke. Oh, Estelle, scheiße. Nein, jetzt bin ich selber tot. Och. Ob ich es schaffe, nach oben zu kommen? Naja, in der Zwischenzeit können wir mal einen Stufenaufstieg entgegennehmen. Was haben wir denn hier? Überlegene Rune des Schwarms mit Heilung und so. Überlegene Rune des Grend mit Zustandsschaden und Kühle. Oder überlegene Rune der Lyssa mit Präzision und Zustandsdauer. Oh, ich glaube, ich nehme das. Nehmen wir das. Statistisch gesehen ist das sehr selten. Das ist statistisch gesehen selten? Wieder voll funktionstüchtig. Wo ist sie denn? Hier unten. Wow. Die hat immer noch über 50%. Ah gut, das werden wir jetzt mal ändern. Mein Wirbelsturm ist
Strom. Verdammt. Wirbelstrom. Das ist auch der Grund. Patricia, ich helfe dir. Das ist auch der Grund, warum ich ständig hier Wirbelstorm denke. Weil Strom ist so abwegig für mich. Ich will halt immer Sturm sagen. Sehr gerne, Patricia. Die hat immer noch die Agro von der Crewleiterin hier. Ist nämlich gar nicht so einfach, die hier wieder hochzuheben. Fühle mich besser. Gut, dass du dich besser fühlst. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier nochmal an, so richtig ordentlich reinzusemmeln. Da haben wir ja in dieser Folge wahrscheinlich nicht so viel gesehen, ha? Es dauert einfach immer noch ein bisschen, bis wir diese Crewleiterin hier getötet haben. Und runter mit dir! Whoop. Und rauf mit dir! Der Wind gehorcht mir! Sehr schön. Und eingeschlossen! Whee! Und jetzt komme ich mit meinem Wirbelsturm. Strom! Mann! Und Dr. Hacke, es gibt's doch nicht! Und jetzt hat sie mich auch noch unterbrochen. Aber egal. Mann! Warum bin ich denn jetzt zu tief hier? So, alles klar. Jetzt gibt's hier aber Saures! Prima. Irgendein anderer Charakter hier ist auch die ganze Zeit am Sabbeln. Nein, ich will doch keinen Tiefseeskorpion töten. Sie haben sich einen Geist der Natur und einen Frostgeist mitgebracht. Komm schon, stirb endlich! Ich hab schon zu etwas so Unwichtiges verschwendet. Mein Kleiner kann euch erledigen. Schnapp sie dir, Flauschi. Was? Flauschi? Wer ist Flauschi? Das ist Flauschi! Ups! Champion Flauschi? Ach du Scheiße! Ja, dann würde ich sagen, ist jetzt Flauschi dran. Meine Fresse, Flauschi hat wenig Kuschelqualitäten, würde ich behaupten. Ah, wie geil! Wie geil! Flauschi! Ich grüße dich, Flauschi! Wuhu! Ich glaube... Oh, ouch! Oh, der hat das Maul ganz weit aufgemacht. Hilfe! Genau, so. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte Flauschi vielleicht ohne Interface machen, aber ich glaube, Flauschi spare ich mir für ein andermal auf. Jetzt bleib doch stehen, Basa, ich will dir doch helfen. Er schwimmt weg. Das ist ihm hier zu heikel. Okay, Inquisitormechanikerin wollte ich jetzt eigentlich gar nicht als Ziel ausrufen. Ich wollte doch Flauschi nehmen. Was ist das für ein Fisch? Ist das irgendwie so ein Knochenfisch oder so, ne? Zumindest meine ich, sowas Ähnliches schon mal unter entsprechendem Namen gelesen zu haben. Ich hoffe, das mit der Heiserkeit geht weg. Eigentlich wollte ich gleich noch eine Folge aufnehmen, aber... Ach, so oft wie ich mich hier räuspern muss, ist es sonst hinterher immer so viel Arbeit im hinterher Räuspern aus der Tonaufnahme rausschneiden. Das wird noch was dauern. Komm ich da ran? Nee. Das sieht ja aus. Das kann ich ja auch mal machen. Hier, häng ich mal einen Stein an die Flosse. Hui! Direkt vor der Kamera das Riesending. Okay, ich denke mal, wir werden ihn hier unter Kontrolle halten, ha? Mit mindestens zwei Ele. Und Wassermarsch nach oben. Juhu. Kann
dich auch noch einschließen, mein Freund. Oh. Das hat ihn wohl nicht so beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. Dass er mir hier ständig im Bild ist, das gibt's doch nicht. Oh. Ich fürchte, wir haben hier auch nur ein oder zwei Messmer dabei, ne? Das sind gar nicht wirklich so viele Charaktere, die gerade hier sind. Okay, okay, Flauschi, ich komme. Lass uns kuscheln. Guck mal, das ist Tornado Ridger. Der, hallo? Nimmt überhaupt gar keinen Schaden? Doch, jetzt ein bisschen. Er schwimmt zu schnell weg. Ist ein bisschen schwierig, da hinterher zu bleiben. Na gut, dann musst du halt wieder auf den Boden sinken, als Riesenklotz. Oder nach oben steigen. Ich finde es schon ein bisschen seltsam, dass der dann jedes Mal so riesengroß wird. Ach ja, wenn man das alleine versucht oder nur, sagen wir mal, vielleicht zu zweit, dann ist so ein Champion ja schon eine echte Herausforderung. Aber in der Regel, wenn man das mit mehreren Leuten zusammen macht, dann kann man auch Stäbchen 1 drücken. Und hinab. Wirklich, jedes Mal direkt vor meiner Nase, egal wie weit er eigentlich von mir entfernt war, jedes Mal, wenn ich ihn nach oben steigen oder nach unten fallen lasse, jetzt gleich wieder, oder? Ah? Nee, jetzt sind gerade zwei Sachen gleichzeitig passiert. Ich habe ihn in eine Blase befördert, um ihn nach oben steigen zu lassen. Und der andere Ener hat ihn gerade... Oh, 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 shit, 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 shit. Ich bin ja gar nicht mehr so gut zurecht. Hallo? Wer schießt denn hier überhaupt noch auf mich? Ah. Und wieder hinab mit dir. Ja. Eigentlich war er da hinten, aber... Hilfe! Hilfe! Hilfe, rettet mich! Rettet mich! Super. Können wir uns gleich wieder bedanken. Oh, das sieht doch voll süß aus, wenn man hier so geheilt wird. Oh, er ist gleich tot, er ist gleich tot. Ich will auch noch mitmachen. Schieß auf, Flauschi. Los, box ihn, Wasserfaust. Yay. Was für eine erfreuliche Überraschung. Oh, oh. Okay. Der schwimmt jetzt weg, oder wie? Was, wir haben ihn doch getötet. Aber Event war erfolgreich. Super, was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Hat er nichts fallen lassen? Im Ernst nicht? Ganz im Ernst nicht? Keine Truhe? Was? Das ist ja schwach. Also das ist ja schwach. Das habe ich aber ehrlich gesagt erwartet, dass man wenigstens eine Truhe bekommt. Hm. Naja gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann wollen wir halt jetzt noch ein bisschen Richtung Westen auf die Insel schwimmen. Gehen wir auf die Insel. Oh, da oben ist das. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier wirklich rauskommen irgendwo. Das sieht doch gut aus. Ja! Jetzt wahrscheinlich einfach nur in Serpentin hier nach oben. Ich glaube fast, dass man auf einer anderen Seite hochgehen muss, oder? Ach so. Ja gut, oder so. Oh shit, abgeglitten. Abgeglitten. Na gut, hier kann ich auch raus. So, nü? Ah. Okay. Hier geht's rauf. Da war ich ja da gerade total falsch. Oh, okay, jetzt schauen wir uns mal an. Oh,
Das war doch das, das war doch ein Theme, was wir auf jeden Fall noch im Laufe der persönlichen Geschichte einige Male hören werden. Von wem war denn das nochmal die persönliche Musik? Lass mich mal nachdenken. Von wem war denn die? Hm. Winzlandflächen entdeckt. Okay. Wir können hier mal unsere Rüstung reparieren lassen. Das ist mittlerweile echt nötig. Flickt sie mir. Oh Gott. Das darf man aber auch nicht zu schnell sagen, weil sonst hört sich das ein bisschen komisch an. Schön sieht's hier aus. Genau, und wir können uns hier sogar draufstellen, um uns das hier nochmal von dieser Seite aus anzugucken. Bei den Silvari gehen immer so komische... Ja, das sind ja keine Glühwürmchen oder so. Das ist irgendwas anderes. Steigt hier immer nach oben. Und man kann auf die meisten Blätter und Wurzeln und Bäume und so raufklettern. Das finde ich ganz cool. Folgt eurem Traum. Naja. Folgt eurem Traum, bla bla bla. Immer dieses esoterische Gebrabbel der Silvari. Okay. Dieses Herzchen ist doch eigentlich auch Level 68, oder? Ja. Wo ist er denn? Oder sie? Carmel. Carmel. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Junge. Aber okay. Ihr gehört nicht der Inquestur an. Und das macht euch in meinem Buch zu einem Freund. Willkommen im alten Hammergrund. Probleme mit der Inquestur? Nicht wahr? Kann ich sie für noch etwas anderes gebrauchen? Wir wurden zum Schutz für diese Gegend hierher gesandt, aber die Inquestur macht uns diese Aufgabe unglaublich schwer. Ja, schieß los, wie kann ich helfen? Unser größtes Problem sind die Schleifrückstände der arkanen Kristalle, die Inquestur-Golems hier zurückließen. Er ist nicht nur für den Boden schädlich, sondern er macht auch die heimischen Tiere krank. Schleifstücke von arkanen Kristallen? Die Inquestur lädt ihre defekten Golems im Sumpf ab. Wenn sich die Kristalle der Golems abnutzen, bleibt dieser Staub zurück. Wanna kann euch erzählen, wie man ihn wieder los wird. Ja, gut zu wissen. Du hast noch was von kranken Tieren gesagt. Die Magie, die diesem arkanen Kristallstaub innewohnt, hat viele Nebenwirkungen, besonders auf die hier lebenden Skale. Und was passiert mit denen? Der Staub macht die Skale stärker und viel aggressiver. Ich sah, wie einer mit einem Kopfstoß einen Baum umstieß. Vielleicht war er nur verrückt, aber ich glaube, dass da etwas nicht stimmt. Okay, in Ordnung. Ich werde mich mal um den Staub kümmern. Und das hier ist Vanna. Ach, endlich wieder ein Asura. Mit denen kann man wenigstens vernünftig reden. Die quatschen nicht immer so abgehoben. Ich habe immer das Gefühl, bei den Silvari, die haben vorher irgendwas genommen. Hey, könntet ihr mir vielleicht helfen? Mein deionisierter Arkanstaubsauger kann diesen Staub aufsaugen. Aber während ich das tue, möchte ich nicht von wilden Tieren zerfleischt werden. Deionisierter Arkanstaubsauger, was soll denn das sein? Es ist meine allerneueste Erfindung. Er saugt Arkan-Kristallstaub auf, deionisiert dessen Magie und bläst dann für Tiere ungefährlichen Staub wieder hinaus. Und der extra magische... Ach, vergesst diesen Teil. Also, warum helft ihr den Silvari? Das möchte ich wirklich gerne wissen. Gemeinschaftsdienst! Ich habe ein wichtiges Gerät in die Luft gejagt und mein Mentor ist sehr sauer auf mich. Die Silvari brauchten Fachwissen und ich brauche Stunden. Aha, Sozialarbeit, wie geil. Über diesen deionisierten Arkanstaubsauger? Es ist meine allerneueste Erfindung. Das habe ich ja schon erzählt. Also gut, dann lass es mich einmal versuchen. Haha, da hat sie wieder eine dicke Wumme in der Hand, die Redda. Dann wollen wir doch mal diesen Arkanstaub zu Leibe rücken. Oh, Inquestur-Golem Typ 2? Was? What? Oh, das ist ein Gruppe-Event. Das Ding lege ich weg. Das will ich nicht mehr. Ich mag hier mitmachen. Oh, wie geil. Der ist ja schon fast down. Ich mag noch was abhaben. Oh. Ich fürchte... Der ist gerade für uns wegen des fehlerhaften Bildaufbaus ein bisschen unsichtbar. Das ist schade. Ich würde nämlich gerne wirklich noch was abhaben davon.
Das ist nämlich wieder mal so ein Weltenboss. Und daran, dass hier jetzt gerade so viele Leute hingerannt sind, erkennt man, dass die wahrscheinlich alle gerade auf irgendeiner Karte nachgeguckt haben. Gut, aber ich mache Schaden drauf. Ich sehe nicht. Oh Mann, das ist schade. Ich will ihn sehen. Hm, toll, jetzt hat er mich wieder weggeboxt. Das ist so ein ganz großes... Oh, da ist er, da ist er. Oh, ihr seht ihn jetzt hoffentlich auch. Ich mach mal eben... So, vielleicht kann ich mich ja hochheben. Da ist er und schießt auf alles. Sehr geil. Sieht ein bisschen aus wie ein Mech. Juhu, ich lebe wieder, ich lebe wieder. Sehr schön. Okay. Inquestur Golem. Oh shit, die sind ja noch so kleine, normale Golems. Ich weiß gerade gar nicht, warum denn der hier jetzt steht. Ob die Abfälle der anderen Golems sich jetzt irgendwie formiert haben zu diesem Viech? Sieht schon ganz witzig aus hier mit diesen, diesen komischen Pylonen, die aussehen wie Haare. Oh, ich bin immer froh bei solchen Bossen, dass ich ein Fernkämpfer bin. Bombs, na toll. Aber er ist eh gleich hin. Er ist eh gleich hin. Juhu, juhu, komm, 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 stirb, stirb, stirb. Scheiße. Nein, das sollte doch nicht heißen, dass ich sterben soll. Ach, Kacke. Hm. Na, ich bedanke mich schon mal wieder. Bombs, und da ist er in sich zusammengefallen. Ach, dann werden wir mal die ganzen anderen, die hier auch gerade niedergegangen sind, aufheben. Okay, wir kriegen eine Truhe dafür. Das ist nämlich die Bonustruhe, die man bekommt, wenn man halt auch mal am Tag einen Weltenboss macht. So, was haben wir da? Den berserkerhaften Schwarzerd-Dreizack der Gefahr und zwei Kisten mit Laborausrüstung. Okay, die nehme ich. So, und jetzt gibt es auch noch hier die große Inquestur-Ressourcentruhe. Machen wir erstmal den nervigen Golem hier weg und dann können wir uns mal was aus der Kiste schnappen. Das ist nämlich die Belohnung hier für den Golem. So, was haben wir denn da? Streitkolben, Kristall, grüne Schuhe, blauer Schild und ein blauer Bogen. Okay, das ist jetzt nicht so der mega gute Loot. Aber egal, aber egal. Das hat vor allen Dingen jetzt richtig viel XP gegeben. Schaut mal, wir sind schon 67,5. Hihi, mega, mega. Tja, da guckst du aber doof aus der Wäsche. Was ist denn das jetzt gewesen? Aber irgendwo ist in ihm noch Leben. Seht ihr das? Es brodelt noch in ihm. So. Aber platt ist platt, würde ich schon mal sagen, ne? Ach, jetzt würde ich mir wünschen, dass man irgendwie auf ihn raufsteigen kann. Das sieht bestimmt cool aus. So einen ähnlichen haben wir ja ganz am Anfang unseres Let's Plays schon mal gehabt. Hier, die Viecher. Gut, wir haben aber eigentlich noch was anderes zu erledigen, und zwar hier das mit den Schleifrückständen. Meine Knarre habe ich ja hier irgendwo auf den Boden geworfen. Da muss ich die wohl mal wieder aufnehmen. So, da ist Vanna. Hey Vanna, gib mir mal einen. Danke. So, was machen wir jetzt damit? Magie-Auslöschspray versprüht eine spezielle Mischung, um die Magie aus dem Schleifrückständen Arcana-Kristalle auszuwaschen und sie vorzuspülen. Okay. Mit der 2 kühlen wir das Gewehr mit einem magischen Energiestoß ab und mit der 3 schleudern wir einen Feind mit dem Gewehrkolben zurück. Okay. Gut, das heißt, wir müssen hier jetzt erstmal die 1 benutzen. Okay. Ah ja, prima. Da haben wir noch mehr Schleifrückstände. Ich weiß gar nicht, kann man das zu zweit machen? Hm. Oder nicht? Sind quasi die Schleifrückstände instanziert oder nicht? Ich denke mal, es ist egal, wie viele Leute dabei helfen. Hauptsache, das Ding ist dann hinterher weg. Da ist die Kraft. Ah, genau, wir können die auch einfrieren hier. Okay, es geht sogar gut. Machen wir hier nochmal weiter. Was steht denn da drüben? Vannas Umweltreinigungsausrüstung. Okay, ich schaue da nochmal vorbei. Könnte aber sein, dass es auch nur diese Gewehre hier sind. Interagieren. Jo. Sind nur die Gewehre, aber das bedeutet ja, dass man die nicht unbedingt nur bei ihr holen muss. Was ist das hier? Was ist hier drin?
Hat sie da irgendwas eingeschlossen? Okay, ich sehe auf jeden Fall noch mehr Rückstände und ich sehe Gegner, Level 68, die ich mal versuchen kann hier. Und hau zu, Bums. Schön, dass die beiden miteinander kämpfen. Der Schuppenlindwurm ist aber auf jeden Fall stärker als der, was war das? Skelk? Skal? Irgendwie sowas. Disorientierte Hylek zu ressen, das bringt bestimmt auch was. Danke für die Hilfe. Kein Problem, gern geschehen. So. Die Dinger müssen auch weg. Schwupp. Super. Schuppenlindwurm. Da ist die Kraft. Und weg mit dir. Das war jetzt ein komisches Geräusch. Weiß jetzt nicht, wo es herkam. Und wieder zurück mit dir. Und der Arme. Eigentlich könnte ich den so ewig hinter mir herziehen, wenn ich den erstmal so eingefroren habe. Da haben wir noch Schleifrückstände. Okay. Dann halt... Ach, schau an. Hat er jetzt auch den Schleifrückstand angegriffen? Weg mit dir. Und noch einmal angepustet. Jetzt hat sie gerade geleckt. Und dann noch ein disorientierter Hylek. Oh, es leckt gerade furchtbar bei mir. Fertig. Wir werden aber den disorientierten Hylek trotzdem nochmal aufstellen. So, reinigen. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit, Red Dawn Air. Wir haben gemerkt, wie ihr den Abfall der Inquestur in den Winzlandflächen beseitigt habt. Ah, das müsste ich anders lesen. Es ist nämlich die Kamel. Na gut, dann machen wir das nochmal ordentlich. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit, Red Dawn Air. Wir haben bemerkt, wie ihr den Abfall der Inquestur in den Winzlandflächen beseitigt habt. Euer Geschick in solch schwierigen Lagen wird euch in dieser gefährlichen Welt noch sehr zugutekommen. Auch den schleichenden Verfall des Landes konntet ihr etwas aufhalten. Vielleicht gelingt es uns ja mit Hilfe weiterer Leute wie euch, den Schaden ganz einzudämmen. Gute Reise und viel Glück, Kamel. Ah, mehr Leute wie ich, ganz genau. Mehr Asura! Mehr Asura braucht das Land. Prima, das hatten wir erledigt. Wir haben hier auch ein Hylek-Dorf und hier ist auch eine Sehenswürdigkeit. Das ist sehr passend. Und es gibt hier auch noch einen Händler, wo ich gegebenenfalls irgendwie was verkaufen kann. Prima. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Und wir sehen uns morgen hier wieder. Habt noch einen schönen Tag und genießt die Sonne, sofern sie bei euch scheint. Tschüss. Das Leben ist schwerer, seit die Langohren die großen Häuser gebaut haben. Sie nehmen zu viel an.